Hallo und herzlich willkommen bei Rule the Game. Heute erkläre ich euch das Spiel des Jahres 2018, Azul von Michael Kiesling, herausgekommen bei Asmodee und Next Move Games, für 2 bis 4 Spieler, 30 bis 45 Minuten und ab 8 Jahren. Bei Azul geht es darum, mit kleinen Mosaiksteinchen ein möglichst dichtes und schönes Mosaik zu legen. Dabei gibt es ständig Punkte für jedes einzelne Mosaikteil, das gelegt wird, und am Schluss gibt es nochmal Bonuspunkte. Hier sehen wir im Brett, wie es aussehen könnte am Schluss des Spiels. Hier oben ist der Punktemarker mit den Punkten, die man schon geholt hat während des Spiels. Hier unten sieht man das ganze Mosaik, das gelegt wurde, wobei es jetzt noch Bonuspunkte gibt für jede einzelne Reihe, hier +2 Punkte, wie hier, oder für jede Spalte 7 Punkte, wie hier und hier. Diese extra Punkte werden hier abgezeichnet mit hier 2 Punkten für diese Reihe, 7 Punkten für die eine Spalte und nochmal 7 Punkten für die andere Spalte. Dazu gibt es hier unten auch noch 10 extra Punkte, wenn man 5 Mosaiksteine von der gleichen Farbe hat. Hier in dem Fall haben wir das mit den 5 schwarzen. Das wären nochmal 10 Punkte. Das wäre die Schlusswertung. Die Person hier hätte 78 Punkte. Als erstes wollen wir jetzt das Spiel mal vorbereiten. Dazu kriegt jeder Spieler so einen Spielplan. Wir nehmen dazu am Anfang die farbige Seite. Die Rückseite mit den grauen Seiten ist eher für fortgeschrittene Spieler gedacht. Dann kriegt jeder Spieler so einen Punktemarker, den wir auf die 0 setzen. Dann legen wir hier auf der Seite für 3 Spieler 7 solche Teller aus und den Startstein in die Mitte. Diese Mosaikteile gehören hier in den Beutel, werden gemischt und danach werden jeweils 4 Steine zufälligerweise auf die verschiedenen Teller gelegt. Der Beutel geht dann zur Seite und wir brauchen auch noch den Deckel der Packung, der geht auch umgekehrt zur Seite hin. Damit sind wir nun spielbereit. Azul wird über mehrere Runden gespielt. Jede Runde beginnt damit, dass hier alle Teller voll sind mit Teilen. Wir suchen uns dann Teile aus, jeder Reihe um ist dann dran. Dann nimmt man die Teile hier und setzt sie hier auf den Teil des Bretts. Und wenn keine Teile mehr hier sind, auf den Tellern oder in der Mitte, dann werden die einzelnen Teile ins Mosaik bewegt und gewertet. Danach beginnt wieder eine neue Runde. Wir beginnen erstmal am Ende einer Runde. Und zwar sehen wir hier, wie das Brett ungefähr aussehen könnte am Ende der Runde. Man hat hier 5 Reihen, die auch Reihen sind im Mosaik. Und man sieht hier, wenn ich das mal ein bisschen wegnehme, wie von oben nach unten immer mehr Felder gezeichnet sind. Damit ich einen Teil auf das Mosaik bewegen kann, muss ich daneben eine vollständige Zeile hinkriegen von Teilen der gleichen Farbe. Nur dann kann ich am Ende der Runde auch einen Teil tatsächlich ins Mosaik bewegen. Wenn die Runde fertig ist und die Teile von den Tellern weg ist, geht jeder Spieler von oben nach unten durch diese 5 Zeilen und bewegt die Teile von den kompletten Zeilen rüber ins Mosaik. Ich mache hier das Beispiel und werde dann auch gleich die Punkte zählen. Wenn ich also von unten oben noch gehe, habe ich hier mit den gelben zum ersten Mal eine komplette Zeile. Ich nehme das Teil, das ganz rechts ist, lege es auf mein Mosaik und lege das andere Teil zurück in die Box. Nun kriege ich Punkte dafür, wie ich dieses Teil gelegt habe. Und zwar kriegt man immer die Punkte entsprechend dem, wie viele Teile jetzt
verbunden sind mit dem Teil in der Zeile und in der Spalte. Dieses gelbe Teil ist jetzt in der Spalte, wo es schon 3 Stück gibt. Es hat aber in der Spalte keine Punkte. Das heißt, man kriegt hier jetzt 3 Punkte für diese Zeile. Die 3 markiere ich dann hier mit dem Punktemarker. Dann gehe ich eins weiter. Hier ist wieder eine komplette Zeile. Ich nehme wieder das Teil ganz rechts. Ich lege es hier rein, nehme die 2 und lege diese Steine weg. Wieder gucke ich mir an, wie viele Steine sind jetzt in der gleichen Zeile, wie viele sind in der gleichen Spalte, vollständig verbunden. Und damit habe ich jetzt hier 2 Punkte für diese Zeile, 3 Punkte für die Spalte, insgesamt 5. Ich bewege den Punktemarker um 5. Diese Zeile ist nicht komplett. Diese Steine bleiben hier liegen für die nächste Runde. Während die letzte Zeile auch wieder komplett ist, auch hier bewege ich den Stein ganz rechts rüber und nehme die anderen 4 und lege die in die Box zurück. Die Steine werden dann später wieder gebraucht für die nächste Runde. Der Stein hier ist weder in der Spalte noch in der Zeile verbunden. Deshalb gibt es in dem Fall jetzt nur einen Punkt dafür. Hätte ich noch hier einen Stein gehabt, hätte das auch keinen Unterschied gemacht, da die nicht verbunden sind. Also da hätte es tatsächlich in jedem Fall nur einen Punkt gegeben. Das wäre ja mal die Art, wie man die Steine aufs Brett kriegt und auch die ersten Punkte kriegt. Als nächstes erkläre ich euch, wie man die Steine dann überhaupt hier in diesen Bereich kriegt, damit man sie später ins Mosaik rüberschieben kann. Sollte ich hier unten noch Steine haben, gibt es dafür so viele Punkte Abzug, wie drüber steht. In dem Fall habe ich einmal ein minus 1 und zweimal ein minus 1, also minus 2 Punkte. Ich bewege meinen Punktemarker minus 2 zurück und lege die 2 Steine zurück in die Box. Wobei das hier der Startstein ist, den behalte ich erstmal bei mir für die nächste Runde. Am Anfang des Spiels oder am Ende der Runde werden erstmal wieder die Teller aufgefüllt. Und zwar, wie ganz am Anfang des Spiels erklärt, kommen immer 4 Teile auf eine Platte. Der Spieler mit dem Startmarker beginnt. Wie ihr vorher gesehen habt, ich habe den Startmarker hier, habe ihn deshalb noch in der Hand, darf deshalb die Runde beginnen. Ich zeige euch gleich, wie man den Startmarker überhaupt kriegt während des Spiels und wie man dazu kommt, dass man danach beginnen darf. In der allerersten Runde dürft ihr frei entscheiden, wer beginnt. Ich habe jetzt also einen Startmarker, ich lege ihn in die Mitte. Jetzt darf ich hier von den Tellern mir Teile ziehen. Und zwar muss ich immer von einem Teller alle Steine von einer Farbe nehmen. Ich entscheide mich jetzt, dass ich gerne hier meine Reihe von 2 blauen noch fertig machen möchte. Ich nehme deshalb diese 2 blauen Steine, nehme die 2, lege die hier hin und komplettiere damit meine Zeile. Die wird dann ganz am Schluss der Runde wieder gewertet. Die 2 übrig gebliebenen Steine vom Teller gehen hier in die Mitte. Ab jetzt können auch diese Teile genommen werden und ich werde gleich zeigen, wie man da diese Steine dann nehmen kann. Aber als erstes gehen wir jetzt mal durch und gucken mal, was die anderen machen. Die anderen Spieler entscheiden sich dafür. Einer nimmt hier diese 3, das geht in die Mitte. Und einer entscheidet sich dafür, dass er gerne die 2 schwarzen hätte. Damit gehen die in die Mitte. Ich bin jetzt wieder dran und würde jetzt gerne diese 2 roten nehmen, denn ich kann ja hier 2 rote ansetzen, dann habe ich hier wieder einen Stein in dieser Zeile. Ich darf diese 2 Steine aus der Mitte nehmen, aber weil ich der erste Spieler bin, der aus der Mitte nimmt, muss ich mir jetzt auch noch diesen Startmarker mitnehmen. Das ist allerdings nur der erste Spieler, der die nimmt. Ich nehme die 2. Leg die hier hin, der Startmarker, der geht leider nicht auf irgendeine Zeile, weil ich ja keine Felder habe mit dem Symbol. Deshalb geht er hier unten dann in minus 1. Dafür darf ich später dann die nächste Runde wieder beginnen. Und damit geht es jetzt rundum, reihum, jeder darf mal wieder Teile nehmen, darf die sich anlegen und wir spielen so lange, bis keine Teile mehr da sind. Sollte es irgendwann zum Punkt kommen,
dass ich Steine nicht mehr nehmen kann oder dass die mir bei mir nicht mehr passen, weil ich zum Beispiel halt hier oben keinen gelben mehr hinlegen kann, denn ich habe ja schon einen gelben. Oder weil ich sie nicht haben will, das geht auch, wenn ich keine haben will, wenn ich den gelben nicht haben will, dann geht er auch hier runter ins minus 1. Dann geht einfach alles, was über ist, geht hier runter. Hätte ich am Anfang, als ich da diese zwei noch frei hatte, hätte ich drei hier genommen und sie da reingesetzt, hätte ich auch zwei reinsetzen können und den dritten unten ins minus 1. Es kann also durchaus sein, dass man ganz am Schluss der Runde auf 4 bis 5 Steinen sitzen bleibt, die man nicht brauchen kann, die dann alle hier ins Minus gehen müssen. Und wie man sieht, je mehr Minussteine ich habe, desto mehr Minuspunkte gibt es. Und so werden alle Steine verteilt. Dann kommt man wieder rüber, wertet sie wieder aus, indem man Steine rübersetzt ins Mosaik. Man füllt wieder die Platten auf und weiter geht's. Das Spiel endet in dem Moment, wo die erste Person eine Zeile komplettieren kann. Wenn das soweit ist, dann gibt es hier noch die Bonuspunkte, die ich am Anfang schon erwähnt habe, wo man dann durchguckt, hat jemand eine Zeile, gibt es wieder 2 Punkte, eine Spalte, 7 Punkte oder eine Farbe komplett. Das wäre 10 Punkte und wer am meisten Punkte hat, gewinnt. Sollte am Ende der Runde beim Austeilen der Steine auf die verschiedenen Teller nicht mehr genug Steine im Beutel sein, kann man sich mehr Steine aus dem Deckel der Kiste holen. Wenn auch dann immer noch nicht genug Steine im Beutel drin sind, was ganz selten passieren kann, hat man halt verschiedene Teller, die einfach leer sind. Und hier nochmal das Spiel im Schnelldurchlauf. Als erstes werden auf alle Teller 4 Teile gelegt. Dann beginnt der Startspieler oder in Anfangsrunde der von euch bestimmte Spieler die Runde. Bei jedem Zug muss man von dem Teller oder von der Mitte alle, die sich darauf befindenden Teile mit der gleichen Farbe nehmen. Diese werden dann in die verschiedenen Zeilen auf dem Spielplan gelegt, wobei in jeder Zeile immer die gleiche Farbe sein muss und nicht mehr Teile da sein dürfen, als es Platz hat. Wenn alle Teile verteilt sind, kommen wir zur Zwischenwertung, wo wir von oben nach unten alle kompletten Zeilen in das Mosaik verschieben. Dann wird immer gewertet. Für jedes Teil, was reinkommt, gibt es eine neue Wertung. Alle Punkte werden zusammengezählt. Die restlichen Teile werden aus dem Spiel entfernt. Das ist das Ende der Runde. Es werden dann wieder 4 Teile pro Teller ausgeteilt und die nächste Runde beginnt. Das Spiel endet, wenn am Ende einer Runde eine Person eine volle Zeile hat. Dann gibt es noch die Bonuswertung mit der Anzahl der vollen Zeilen oder der vollen Spalten plus alle Steine der gleichen Farbe. Die werden alle addiert. Wer am meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Und hier noch ein paar Tipps fürs erste Spiel. Es lohnt sich hier immer, so dicht wie möglich die ganzen Steine zusammenzubauen. Denn je mehr Steine ich beisammen habe, desto mehr Punkte kriege ich für jeden Stein, den ich reinlege. Trotzdem sollte man schon auch darauf achten, dass man möglichst auch mehrere Spalten hinkriegt. Spalten hinzukriegen ist einfacher, als von einer Farbe alle Steine zu haben. Plus, wenn man von einer Farbe alle Steine zusammen hat, gibt es meistens nicht ganz so viele Punkte, wenn man die Steine ablegt, weil viele der Steine einfach einzeln rumliegen werden. Deshalb sind mehrere Spalten nebeneinander fast besser als alle Steine von einer Farbe. Das wäre es mit Azul. Viel Spaß beim Spielen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte unten auf den Subscribe-Button klicken. Es würde mich freuen, euch wieder hier zu sehen.